Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und verschiedene für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute geht es um den Azure Rock und da will ich euch mal zeigen, wie ich den Mage Tower gespielt habe. Beziehungsweise als allererstes würde ich sagen, fangen wir mal an mit den Talenten. Dann kommen wir einmal zum Gear, beziehungsweise mit Sockeln und VZs. Und dann schauen wir uns so ein bisschen die Consumables an. Und als letztes gucken wir ein bisschen in den Fight rein. Ich werde euch die grobe Taktik erklären, die Fähigkeiten und wie ihr das Ganze am besten runterspielt. Gut, steigen wir mal ein. Als erstes zu den Talenten. Ich habe hier gespielt mit Meister der Gifte, Trickbetrug, Lebenskraft, Egelgift, interne Blutung, Imbrunst und blutroter Sturm. Das sind soweit die Talente. Dann kommen wir einmal zum Gear. Ich habe auch schon wie beim Kampfschurken mit dem komplett gleichen Gear gespielt, einmal hier mit den hergestellten Items. Falls ihr nicht wisst, wie ihr die bekommt, diese hergestellten Items, kann ein Lederer bauen, und zwar Lederer MOP. Und die kann man dann auf verschiedene Item-Levels mit Marken hoch und runter basteln. Diese Marken kann auch der Lederer bauen und craftet dann dementsprechend gleich das fertige Item mit diesem Zeug. Ich habe diese ganzen Sachen auf Stufe 48 gecraftet, hat den Hintergrund, Mage Tower ist Time Walker, Scaling aktiv und dementsprechend ist euer Level und euer Item Level auf Stufe 50 festgesetzt. Bedeutet, alle Items, die über 50 sind, werden auf 50 gesetzt, alle Items, die drunter sind, bleiben quasi auf ihrem Item Level. Bedeutet, mein 48er Item ist eigentlich nicht optimal, was zwei Item Level zu niedrig ist und damit auch ein bisschen Stat verliert. Aber es gibt hier Verzauberungen, die man nur auf Items bis Stufe 50 verzaubern kann. Und dementsprechend kann ich halt fast jedes Item verzaubern, wenn es auf Stufe 50 ist oder drunter. Und da es diese Crafted Items, wenn dann auf 48 oder 52 gibt, nehme ich halt lieber ein 48er Item, was dann vielleicht eine Beweglichkeit weniger hat und verzauber 6 Beweglichkeit drauf. Komme ich halt insgesamt auf mehr Stats. Genau, bei diesen Items habe ich dann auch überall extra Sockel drauf, deswegen sind sie ja auch so gut. Hier habe ich dann immer epische Beweglichkeitssockel reingemacht, feingeschliffener Purpur-Spinell schimpfen sich die. Die skalieren einfach im Match Tower am besten, die epischen Dinger. Die blauen sind tatsächlich schlechter, auch wenn ihr einen blauen findet, der 5 oder 6 Sets drauf hat, der wird dann unter den epischen skaliert. Also deswegen habe ich die epischen drin. Ich kann euch zeigen, was ich drauf verzaubert habe. Hier habe ich zum Beispiel 6 Beweglichkeit. Hier habe ich dann nochmal eine eiserne Gürtelschnalle mit drauf gehauen. Die gibt uns dann nochmal zusätzlich einen extra Sockel. Hier habe ich dann 6 Beweglichkeit, 3 Crit nochmal drauf gebastelt. Das ist, glaube ich, vom Lederer nochmal so ein Rüstungsset. Dann haben wir hier 4 Angriffskraft drauf verzettet. Dann habe ich 2 Ringe aus Shadowlands. Die haben nämlich auch nochmal einen Sockel drauf. Dort habe ich dann bestimmte Sockel reingemacht, Leviat Auge der Beweglichkeit. Das geht nämlich nur auf Items über 50. Und es gibt 7 Beweglichkeit, ist nur einmal anlegbar. Und dann habe ich hier einmal dann noch Krakenauge der Beweglichkeit, hat 6 Beweglichkeit drauf, ist auch nur einmal anlegbar. Übrigens, bei diesen ganzen Items ist es so, dass wir halt möglichst schauen wollen, maximale Sockel zu kriegen und da sind diese Craft-Sachen eigentlich dankbar, weil ihr dann euch nicht irgendwelche bestimmten Sockel farmen müsst. Von den Stats her habe ich jetzt hier natürlich nicht die optimalen Sachen. Für den Assa Rogue sind tatsächlich Versa und, wie ich es rausgelesen habe, Tempo besser. Ich habe aber mein Gear angelassen, wie es halt auch beim Kampfschurken hat und habe das nicht geändert, deswegen ist hier Crit-Tempo jetzt nicht die optimale Wahl. Da wäre, wie gesagt, hier Versa tatsächlich besser mit Tempo zusammen. Aber gut, das hat so auch funktioniert. Was ich dann noch habe, ist einmal der Geistereisendrachling. Und den kann auch ein Inji bauen, auch aus MOP. Zusätzlich kann man dann noch so Special-Sockel da drauf machen. Die heißen hier Tüftelgetriebe. Da habe ich jetzt Tempo, Crit und Crit. Gut, ich sage mal so, da wäre wahrscheinlich auch besser, Versa zu nehmen anstatt Crit. Wobei ich weiß gar nicht, ob es da... Ah doch, ich glaube, da gibt es auch einen Versa-Sockel. Also für die Challenge wäre dann Versa tatsächlich besser. Und dann habe ich noch die verheerte Samenkapsel benutzt, wie fast in jeder Challenge. Die kriegen wir einfach aus dem Smaragdgrünen Albtraum. Und da vom ersten Boss, Nitendra, LFR, NHC, HC, Mythic plus am besten noch den hier oben im Dalaran den Bonus-Roll mitnehmen. Dann kriegt man das Ding relativ sicher. Dann habe ich einfach 2 Dolche mir geholt, ist eigentlich relativ egal welche. Ich habe jetzt hier, weil ich keine anderen hatte, die Erbstücke, habe mir auf den ersten himmlische Führung drauf verzaubert, auf dem zweiten sündhafte Offenbarung.
Dann habe ich mir einen Stufe 50er Handgelenk geholt. Das habe ich gegambelt bei der Tuse hier direkt vor dem Mage Tower. Und zwar kann man sich da gegen Nether Shards genau Stufe 50 Items holen, die man dann halt auch verzaubern kann. Das habe ich gemacht mit 5 Beweglichkeit. Dann habe ich hier auf der Brust 4x oder 4 plus alle Werte, wieder die Aki-Sockel drin. Dann habe ich den Legendary-Umhang aus hier BFA, schlichtweg, weil der 3 Sekundär-Stats hat. Der Effekt ist ja leider deaktiviert. Habe ich 20 Ausdauer plus 30 Lifesteal drauf verzaubert. Auf der Schulter habe ich 5 Agi plus 2 Crit. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Lederrüstungsset, was man da drauf machen kann. Oder, nee, das ist, glaube ich, Inschriftenkunde, was man, wo man das drauf basten kann. Nicht Lederer, ne? Inschriftenkunde kann es herstellen. Aber die ganzen Fortsetzern kann man alle im AH kaufen. Dann das Herz von Azeroth habe ich hier nicht wegen der Essenzen, die kann man eh nicht benutzen, sondern auch wegen den 3 Sekundärstats an. Und dann auf dem Kopf wiederhergestelltes Gear haben wir einmal einen Metasockel noch drin mit 3 Beweglichkeit und 3% mehr Crit. Und hier habe ich dann auch nochmal Säbelauge der Beweglichkeit mit 6 Beweglichkeit, ist auch einzigartig anlegbar. Gut, das ist soweit das Gear und die Sockel. Wie gesagt, dasselbe habe ich halt auch beim anderen Spec gespielt. Im Endeffekt, die Gear-Konstellation, das sind ja alles gekaufte Items oder halt die aus der anderen alten Expansion. Das kann man alles, also eigentlich bei jedem Mage Tower kann man das halt mit Abwandlung anziehen. Klar, mit einem Plattenschal hast du dann die Plattensachen an, mit dem Kettenschal die Kettensachen, aber du kannst dir das einmal craften und musst eigentlich bloß immer dann die verehrte Samenkapsel tatsächlich farmen. Gut, so viel dazu. Zu den Consumables spiele ich einmal mit dem großen Fläschchen der Ströme. Das hat am meisten Stats im Mage Tower drauf. Dann habe ich mit dem Schattenkernöl gespielt und dem einbalsamierten Öl. Dann haben wir einmal die Blutwurst aus Baralus für Mainstat, dann die Kriegsrolle Schlachtruf für 3% mehr Angriffskraft, die Verstärkungsrune für ein bisschen mehr AG. Dann habe ich natürlich eine Trommel dabei, hier die Trommel der Wut, die war am günstigsten, ihr könnt jegliche Trommel nehmen. Und dann haben wir noch Trank der ungezügelten Wut, der gibt einfach ein bisschen Feuerschaden, eine Minute lang hält das Ding, ist eigentlich eine super Sache. Und dann habe ich hier mit den Giften gespielt, und zwar einmal mit dem tödlichen Gift und mit dem verkrüppelten Gift. Ja, da könnte man wahrscheinlich auch andere Kombis spielen. Kenne mich jetzt mit dem Rogue nicht so hundertprozentig aus, aber das schien mir die sinnigste Kombi tatsächlich zu sein. Zusätzlich habe ich dann noch mit dem absyrischen Haltrank gespielt. Der skaliert tatsächlich relativ gut im Mage Tower. Dann habe ich noch 2 Makros gehabt, und zwar, das brauchen wir nicht, das Makro hier. Und zwar Show Tooltip, nur dass es einfach den richtigen Tooltip anzeigt. Und dann Cast in Klammern at Boss 3 Nierenhieb. Ich will nämlich immer nur Boss 3 stunnen. Manchmal ist man auf einem anderen Boss, hat dann den falschen Target, haut den Stun raus. So muss man sich keinen Kopf drum machen. Braucht man das Makro? Nein. Macht es das Ganze einfacher? Ja. Selbiges habe ich dann auch noch für Blind. Quasi einfach auch nur einen Cast auf Boss 1. Also wenn ich Blind drücke, castet er immer auf Boss 1, weil ich auch nur in dem Fight quasi Boss 1 blinden muss. Das brauchst du auch nicht. Macht's aber ein bisschen einfacher, das Makro tatsächlich. Gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Übrigens, auch hier muss ich wieder den Disclaimer geben. Ich versuche ja alle 36 Challenges zu machen für diese Heldentat. 25 habe ich mittlerweile abgeschlossen. Die allermeisten Klassen habe ich vorher noch nie gespielt. Deswegen, das, was ich an Rota spiele, ist nicht unbedingt sinnig. Aber ich habe damit die Challenge geschafft und kann vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen weiterhelfen, wie er auch das schaffen kann, ohne dass er die Klasse jetzt wirklich gut spielen kann. Tatsächlich sind wir bei dem Fight gegen 3 Gegner, und das meiste, was ich halt tatsächlich gemacht habe, ist einfach Dolchfächer spammen und blutroter Sturm. Also das sind, glaube ich, 90% von den Zaubern, die ich in dem ganzen Fight gezogen habe. Klar, haben wir Vendetta, wir schauen natürlich, dass wir zu Hexen aufrechterhalten. Ab und an, wenn Kombopunkte offen sind, verteilen wir noch die Blutung ein bisschen, ne? Theoretisch können wir die tückende Klinge noch draufhauen, wenn der eine Mob seinen Schild haut, aber wirklich zu 90% die beiden Spells. Die andere Sache habe ich kaum eingesetzt, ein bisschen auf Range, den Giftdolch vielleicht, und das ging eigentlich sehr, sehr gut aus. Aber genug des Vorgeplänkels, wir schauen einmal in den Kampf rein. Ich habe mich wieder ein bisschen weggemutet, dass wir mein Gelaber während dem Kampf nicht doppelt hören. Ja, also wir laufen hier jetzt als allererstes rein. Klar, wir hauen uns unsere ganzen Consumables drauf. Vergesst nicht, die Gifte müsst ihr jedes Mal neu setzen. Ich weiß nicht, ein Gift bleibt immer drauf, das andere muss man neu setzen. Ist für mich unlogisch. Denkt da dran. Ich habe das relativ oft tatsächlich auch verkackt.
Ja, Buffoot rein. Am Anfang habe ich auch immer gepottet. Ja. Wir fangen hier bei Sigrim an, können erstmal in Stealth gehen. Und ich habe, glaube ich, am Anfang sogar auch HT gezündet. Ja, ich ziehe HT, Dings den, tu den anderen hier interrupten, den Runenseher, pulse zusammen. So, und jetzt setze ich meine Void runter. Ich spam einfach den Dolchfächer, hau hier meinen blutroten irgendwas dort drauf, dass die alle gedottet sind. Und schau, dass ich meinen Zehexen hochkriege. Und jetzt einfach nur die ganze Dolchfächer wieder dort drauf. Wenn ihr ein bisschen, wenn ihr den dort drauf habt, dann natürlich den Single-Target dort aufsetzen. Ich muss jetzt auch nochmal kurz gucken, wie die Spells heißen. Also ich habe es immer so gemacht, das aufrechterhalten zu häckseln, den blutroten Sturm auf alle draufhalten und sonst dann anfangen, die Mobs einzeln zu dotten. Ne? Aber im Endeffekt, wenn ihr Sechsen aufrechterhaltet und einfach die mit dem auf 5 Kombo-Punkte geht und das und die blutroten dort drauf hat, dann dürfte es wahrscheinlich sogar auch reichen mit dem Damage. Also ihr könnt hier eine sehr, sehr einfache Rota fahren. Schwierig wird der Fight dann halt nur, weil es sehr viele Fähigkeiten gibt. So, was haben wir jetzt als erstes? Wir haben eine Fähigkeit mit so Void-Flächen. Die seht ihr, die werden hier hingelegt, da solltet ihr nicht drinstehen. Dann haben wir eine Geschichte, ihr seht gerade, hier ist der Slow aktiv, ja, beziehungsweise einer von den Mobs, der Sigrin, hat ein, nee, der Jarl hat einen Buff drauf, dass er einen Haufen mehr Schaden verursacht, dafür aber ein bisschen geslowt ist. Von dem müsst ihr einfach weglaufen. Deswegen bin ich immer ein bisschen weggelaufen, habe einfach den Dolchfächer gespammt und den anderen dort drauf gehauen, ne. Dann die nächste Fähigkeit sind diese Runen. Und diese Runen ist ganz wichtig, dass wir die ablaufen, reinlaufen, wenn die nämlich, die werden nämlich immer kleiner. Und wenn die ganz klein werden und verschwinden, gehen die hoch und machen extrem viel Magic-Schaden. Wenn ihr komplett voll seid, vielleicht überlebt ihr es mit 1-2%, aber zu 90% sterbt ihr einfach, werdet ihr One-Shot. Ihr könnt natürlich, wenn ihr seht, ich komme an eins nicht mehr ran, könnt ihr natürlich den Mantel der Schatten ziehen und dementsprechend das überleben. Hier ist ab und an spawnen diese Kugeln, die heilen euch, da könnt ihr reinlaufen. Ihr solltet ein bisschen aufpassen. Ihr seht, diese Äxte fliegen hier die ganze Zeit. Das spammt, glaube ich, auch der Sigrin spammt das, glaube ich, meine ich. Und da müsst ihr ein bisschen schauen, dass ihr da vielleicht nicht von allen getroffen werdet. Ihr könnt euch aber durch das Egelgift relativ gut gegenheilen. Also wenn ihr da mal von einem, zwei erwischt werdet, ist kein Weltuntergang. Das nächste, was wir haben, sind diese Valkyren. Die spawnen alle paar Sekunden. Und wichtig ist, ihr müsst euch in die Lücke stellen. Steht ihr nicht in der Lücke, liegen die über euch drüber, die one-shotten euch auch. Das ist, glaube ich, auch Magic-Schaden. Also theoretisch könnt ihr es mit dem Cloak auch überleben. Dann das nächste, was wir haben, ist, dass der eine Mob euch hier ranzieht. Und Schaden verursacht. Den könnt ihr einfach stunnen und gut ist. Ja? Dann hatten wir hier gerade eine Fähigkeit, die wir wegblinden wollen. Ne? Und zwar ist es so, dass hier der eine Mob, ich muss jetzt gerade mal kurz nachschauen, welcher das genau ist. Das ist gerade die Siegerin, genau. Der castet Blut des Vaters. Und der fängt diesen Cast an, castet den 2-3 Sekunden lang und wenn er den durchgeht, kriegt, dann pulsiert ihr die ganze mit Schaden. Wenn er den Cast ansetzt, einfach ein Blind drauf und fertig ist. Dann müsst ihr nichts mehr machen. Ihr könnt ihn danach auch raushitten, ja, solange ihr ihn bei dem Initialcast quasi geblindet habt. Wenn ihr es nicht beim Initialcast geschafft habt und erst wenn er schon pulsiert, dann dürft ihr nicht mehr raushitten. Das nächste, was wir haben, hier der Mob castet gerade, also der Caster-Mob, der castet Wissen der Ahnen und bei denen ist es so, dass er erst ein Schild drauf hat, das müssen wir aufklopfen und dann können wir ihn interrupten. Wenn ihr den Cast durchkriegt, macht's bumm und ihr seid auch tot. Ja? Also von dem her, das müsst ihr auf jeden Fall interrupten. Also dafür könnt ihr, das könnt ihr theoretisch auch cloaken, aber ihr wollt es nicht cloaken, weil ihr 5 Millionen andere Sachen cloaken wollt. Jetzt seht ihr gerade, hatten wir gerade einen kurzen Overlap. Die Runen kommen und die Valkyrie kommt. Das, ganz wichtig ist, die kleine Rune am besten gleich soaken, weil die verschwinden natürlich als erstes und dann safe stellen. Nicht alle versuchen, alle drei Runen auf einmal zu looten. Ihr seht da, der Mob hat wieder sein Slow drauf, wo er einen Haufen mehr Schaden dann macht. Stelle ich mich wieder in das Ding rein. Da könnt ihr ihn übrigens auch stunnen, den Jarl, ne? Jetzt kommt wieder das Ranziehen. Da habe ich ihn auch nochmal gestunnt. Das, und den anderen habe ich, der andere ist noch im Blind, weil er wieder sein
seinen Cast durchdrücken wollte. Also hier dieses Blut des Vaters, ne? Das müssen wir immer wegblenden. Ich versuche auch bei Möglichkeit immer alle drei zusammenzukriegen. A, dass ich sie halt in meine Voidfläche kriege. Und B, dass ich sie halt alle cleaven kann, ne? Wie gesagt, die ganze Dolchfächer und den Dot auf alle drauf. Und dann machen wir wirklich den meisten Schaden. Das Problem ist, umso länger wir hier brauchen, umso schwerer wird es dann halt. Er hat jetzt wieder sein Ranziehen gemacht. Da haben wir ihn einfach auch wieder weggestunt. Dann hört er auf. Ihr könnt das, wenn ihr keinen Stun habt, theoretisch auch outrange, dann müsst ihr aus diesem Ranziehen rauslaufen, dann werdet ihr die ganze Zeit rangezogen, ist ein bisschen ätzend, deswegen einfach ein Stun drauf und gut ist, ne? Dann ist es wesentlich einfacher. Und jetzt ist es eigentlich so, dass einfach alle Fähigkeiten immer wieder kommen und das Ganze immer ein bisschen schneller wird. Also müsst ihr so ein bisschen aufpassen. Er hat wieder sein Schild drauf, jetzt müssen wir auf ihn drauf DPSen, da vielleicht auch gucken, Vendetta drauf zu hauen, beziehungsweise dann halt auch eher ein bisschen Single-Target gehen, dass er schnell möglichst aufkriegt. Aber ihr seht, ist eigentlich gar kein Stress. Wenn er es hier noch am Casten ist, könnt ihr theoretisch ihn auch noch ein bisschen weiter casten lassen, weil währenddessen macht er nichts, ne? Das ist so ein bisschen das Praktische. So, dann haben wir jetzt hier wieder die Engel, da müssen wir einmal quasi schauen, dass wir in der Fläche stehen. Ihr seht, einen habe ich jetzt schon getötet. Es ist hier so, dass die sich das Leben teilen, also die haben Shared Life Pool, aber es ist so, dass der eine weiter runter geht als die anderen, ne? Also der erste stirbt halt, da hat der andere noch irgendwie 30% und der andere 20%, ne? Und wenn Sigrin quasi auf 0 geht und der Runensprecher so auf 10% ist, dann ist tatsächlich Feierabend. Dann habt ihr den Kampf gewonnen, also ihr müsst nicht alle von denen komplett auf 0 runterspielen. Mehr ist es hier eigentlich nicht. Also ihr müsst halt die Runen spielen, ihr müsst halt aus den Flächen rausgehen, aus den Äxten rausgehen. Wenn der eine sein Blut des Vaters castet, ist ein Blind drauf, deswegen haben wir uns ein Makro gemacht. Wenn ihr rangezogen werdet durch den Klingensturm, ein Stun drauf. Wenn der Typ seinen Berserker hat, weglaufen oder ihn auch kurz stunnen, dann könnt ihr natürlich auch den Dings ziehen, hier Evasion. Und wenn alles gleichzeitig kommt und ihr nicht die Runen gleichzeitig spielen könnt, die Engel, das irgendwie blöd läuft, dann könnt ihr euch einen Cloak raushauen. Oder ihr den Typen nicht rechtzeitig interrupted kriegt, dann könnt ihr auch euren Cloak spielen. Aber hier mit dem Asserschurken, es war sehr einfach. Ich habe nicht viele Tries gebraucht und das ging eigentlich easy auf. Ihr habt gesehen, meine Rota war simpel, um es noch nett auszudrücken, ne? Und es hat eigentlich gut damit geklappt. Okay, das wäre es eigentlich von den Tipps, die ich euch geben kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und dann sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.